für mich ist die neue Platte irgendwie eine ganz neue Welt, die wir betreten. Wir trauen uns, wir sagen das, was wir sagen wollen. Und das heißt, dass die Platte sehr, sehr farbig ist an vielen Stellen, sehr, sehr nordisch wird, dann wieder sehr, sehr keltisch, dann sehr nachdenklich, aber dass sie intensiv ist. Das Rad dreht sich weiter, doch alles bleibt stehen. Wir schließen die Augen, als wenn wir nicht sehen. Die alte Welt versinkt in einem Meer aus Ideen. Ich meine, unser Sound ist immer noch wie Faun, aber es hat sich einfach weiterentwickelt und ist viel feiner geworden. Deswegen würde ich sagen, es ist eigentlich ein ganz neuartiges Album. Es ist wieder eine Zusammenfügung von allem, also ein Aufbauen von dem, was schon ist. Und von dem, es kommt immer mehr dazu, mehr Ideen, es wird immer breiter und weiter und somit auch dieses Gefühl, was man auch im Garten Eden hat, man kann aufatmen, die Weite. Jeder sucht irgendwo das Paradies, jeder versucht irgendwie, sei es nur der Sonnenstrand in Thailand, jeder wird irgendwie rauskommen, weil jeder mit dieser Welt konfrontiert ist und damit nicht ganz klarkommt an allen Ecken. Und deswegen haben wir sehr, sehr schöne literarische Zitate auch aufgegriffen und sind letzten Endes mit Rumi über die Sufis dann auf so ein Resultat gekommen für uns und freuen uns auch, das dem Publikum mitteilen zu können. Wo wir einfach sagen, das Paradies hat jeder in sich selbst und hat jeder in sich drinnen und es zu finden oder die Tür aufzumachen, das liegt bei uns. Und solange das die Leute nicht kapieren, werden wir die Welt immer weiter ändern und zerstören. Aber dieser Punkt, den wollen wir ausdrücken in unserer Kunst und wir sind sehr dankbar, dass wir es dürfen.